Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 mit einem neuen Live-Commentary. Ich spiele heute Call of Duty Black Ops 2 auf der Map Standoff. In meinen Waffenkoffer packe ich mir mal die SWAT ein, die 556, gespickt mit der SMAW. Zweimal Profi-System dabei und die geile Claymore ist auch am Start. Mann, ich habe alles am Start heute mal. Und ich mache heute so ein kleines Live-Commentary, so 2-3 Minuten werde ich das denn wahrscheinlich machen. Und ja. Kleiner Tipp hier immer, müsst ihr immer hier mal ein Claymore-Ding hinstellen und vielleicht ein Trophy-System, damit ihr seid ja schon mal gut vor Kugel geschützt. So. Hab jetzt noch ein bisschen Bauchschmerzen am Start, weil ich heute wieder Ding, ihr wisst schon, das Lavandia-Video angeguckt. Habe auch ein Commentary heute schon rausgehauen über das Lavandia-Syndrom und habe heute die Beta-Version angeguckt. Und das werde ich, denke ich mal, nicht mehr tun, dass ich heute die Beta-Version reinziehe, weil ich kann euch sagen, die Beta-Version, die haut euch schon richtig in die Knochen, Mann. Ich möchte einfach hier mal nochmal über das Lavandia-Syndrom sprechen, habe ich ja im ersten Kommentar schon gemacht. Und, boah. Wow, das geht in die Knochen. Ja, Tom. Ah, durchlöchert. Wie ein Schweizer Käse, ne wahr, hä? Na? Ja, freu dich. So. Also habe ich Bauchschmerzen, aber kein Problem. Ich habe alles am Start hier, Aspirin in großen Dosen. Braucht man ja als Zocker immer. Ein paar Energy-Dosen habe ich auch noch am Start. Die gleichen wie Effect Brothers, Skrillex am Start hat. So. Ja, die Waffe gefällt mir. Was mir an der Waffe hier gefällt, guck mal. Ah, wie sich das Magazin hier auflädt. Aber ein bisschen auf die Optik muss man nicht auch schauen hier. Warte mal, ich habe irgendwas auf Alberto San gelesen, dass es die Dönerladentechnik gibt. Wie funktioniert die Dönerladentechnik? Bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich irgendwie in den Dönerladen rein hier, sich da verkämpfen und dann Claymore setzen. Ja, was? Ja, komm. Töte mich, töte mich, töte mich. Super gut und so, geil und so. So. Also steht es 21 zu 41. Aber das komplette gegnerische Team, das gibt ja gar nicht. Also, der kriegt mich ja gar nicht. So, Leute. Wo muss ich jetzt hin? Ah, in einem Headshot-Start, du kannst mir leider nicht hören. Das war das kleine Live-Commentary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und ich hoffe, euch hat die HDP4 Xbox-Qualität gefallen. Wenn ja, dann schaltet einfach nochmal ein, Digga. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute. Ciao.